Der Lehmberg bei Gosheim gilt als der höchste Berg der Schwäbischen Alb und besitzt eine Höhe von 1015 Metern. Der Berg hat eine Kegelform und Abstufungen, die wiederum auf ein künstlich errichtetes Bauwerk schließen lassen. Zudem gab es eine keltische Besiedlung zur Hallstattzeit etwa 8. bis 5. Jahrhundert vor Christus. Auch der Name des Berges ist keltischen Ursprungs, wie auch der umliegenden Berge wie der Plettenberg und der Lochen. Mauern und Gräben einer einstigen Befestigung sind noch zu erkennen und auch im Osten und Westen wurde das Gipfelplateau terrassiert. Deutlich sind die Abstufungen zu erkennen. Hier verläuft der alte gepflasterte Weg zur Anlage. Stufenbauwerk. Was ist da noch aus? Eine Stufe, noch eine Stufe. Auf rund 1000 Metern Höhe am Nordosthang befindet sich die als Jungfrauenloch bekannte Höhle bzw. Felsspalte, zu der auch eine Sage über ein verwunschenes Edelfräulein existiert. Gertrudis soll sie gehießen haben und flüchtete mit all ihrem Schmuck vor ihrem eifersüchtigen Bruder, der ihr Heim in Brand steckte. Sie entkam der Schmach und soll noch heute im Jungfrauenloch verborgen sein, denn nur ein Schlüsselwort kann sie aus ihrer Gefangenschaft der dunklen Mächte befreien. Der Grenzstein hat sogar Buchstaben. KW, ja. KW, ja. Das ist ein alter, ja. Ja, und hier hat er ein Kreuz, guck. Genau. Das ist ein Kreuz. Ja. Und hier hat er hat man Swastika. Eine Schale, ja. Und da Swastika. Swastika, Swastika ist drauf, ja. Wo? Tatsächlich, da ist Swastika drauf. Ja, uralte Geschichte hier. Genau. Ja, da ist eine kleine Schale. Ja. Schale, ja. Hat auch Pyramidenform, der Stein, gell? Ja. So. Das ist gut, oder? Ja. Der Drei-Banningen-Grenzstein. Ja. Am Mauerwerk, hä? Mauerwerk aus Kalkstein. Ja.
Dann schauen wir mal. Ja, ich habe jetzt mal meinen Arsch mit dem Hof. Auf dem geebneten Gipfelplateau steht auch ein 33 Meter hoher Turm, der im Jahre 1899 erbaut wurde. Bei klarem Wetter hat man eine Sicht bis zu den Alpen. Die Fernsicht reicht gelegentlich auch bis zu dem etwa 295 Kilometer entfernten Mont Blanc und gilt somit als die weiteste belegte Fernsicht in Deutschland. Der Blick reicht auch bis zum Schwarzwald, wie hier bis zum schneebedeckten Feldberg. Das ist auch gar nicht weit weg, gell? Mhm. In der Luftlinie sind es vielleicht 60, 70 Kilometer. So eine Scharte wie beim Untersberg. Zweimal hoch. Blick auf eine gegenüberliegende Erhebung, deren Gipfel absolut plan ist und geebnet wurde. Mögliche Lande- oder Startfläche für Flugobjekte der Antike? Das da drüben ist auch interessant. Gestufte da drüben. Zwei Berge, die sehen so wie kegelförmig aus.
Guck mal, hier ist was? Da ist auch das Dreieck, guck. Tatsächlich, ja. Was mit Pyramiden zu tun, ja? Mhm. Wir stehen auf einer, ha? Auf einer Säule, ja. Jetzt runter, ja. Das sagen sie ja, dass der ganze Aufbau hier künstlich sein soll. Ja. Okay. Und dann hast du halt hier oben diese flache Ebene. Sagen sie, dass hier keltische Spuren hat man schon gefunden. Ja, ja, das findet man sowieso auf der Alpenbahn. Interessant, ja. Guck mal, das ist... Ah, ja. Ach, da ist Wasser, jetzt ist eine Quelle. Wasserquelle. Man hört es sprudeln. Ja, ja. Läuft das Wasser.
Viele Grenzsteine lassen sich auf dem Lehmberg finden, darunter auch stark verwitterte, die wohl aus vorgeschichtlicher Zeit stammen. Das scheint wohl ein Kern zu sein. Hm? Thank you.
Sieht auch fast aus wie ein Pyramidenstein. Hm? Hier sieht man auch schön diese Stufen. Wie man sieht, ist auch alles gestuft. Wie viele Berge der Region ist der Lehmberg ein Zeugenberg. Sein Name ist keltischen Ursprungs. Die keltische Vorsilbe Lehm bedeutet so viel wie Morast oder Sumpf. Wahrscheinlich entstand dieser Name, weil am Fuße des Berges die untere Bära entspringt, die möglicherweise in vorgeschichtlicher Zeit deutlich mehr Wasser schüttete und das umliegende Gebiet versumpfte. Da man auch viel Lehm auf dem Lehmberg finden kann, kann man auch davon ausgehen, dass hier womöglich auch eine große Schlammflut darüber geschwemmt worden ist.